Das hier ist ein Bild von dem erst kürzlich entdeckten Planeten Lubricon 6. Lubricon 6. Und Lubricon 6 ist ein ganz besonderer Planet, weil Lubricon 6 besteht vollständig aus einem bisher noch nicht entdeckten Material, und zwar aus Lubricum. Aus Lubricum. Und das Besondere an Lubricum ist, dass egal was sich auf seiner Oberfläche bewegt, also wenn das jetzt hier die Oberfläche von Lubricon 6 ist, und egal was sich darauf bewegt, ich male jetzt hier einfach mal irgendeinen Block hin, ganz egal aus welchem Material dieser Block ist, und der sich bewegt, er wird keine Reibung erfahren. Also wirklich absolut überhaupt keine Reibung. Nicht nur wenig oder vernachlässigbar wenig, sondern es gibt einfach überhaupt keine Reibung auf diesem Planeten. Also auf jeder Oberfläche, die aus Lubricum gemacht ist. Und was wir außerdem noch wissen ist, dass Lubricon 6 keine Atmosphäre hat. Und er befindet sich, oder alles um den Planeten herum, ist wirklich ein hundertprozentiges, komplettes Vakuum. Nicht mal ein paar Wasserstoffatome, die da irgendwie noch im Weltall rumirren und in der Nähe von Lubricon 6 sind. Gar nichts. Ist wirklich ein komplettes Vakuum. Und Lubricon 6 ist übrigens auch schon sehr, sehr alt. Und zwar, ich weiß nicht, also ich kann nicht genau sagen, in Jahren, wie alt Lubricon 6 ist, aber ich weiß, dass der Stern, um den Lubricon 6 eigentlich immer seine Kreise gezogen hat, oder um genau zu sein, sind es im Normalfall ja keine Kreise, sondern Ellipsen. Der Stern, der ist auch schon lange tot. Das heißt, Lubricon 6 irrt einfach irgendwo im tiefsten Weltall rum, ohne Atmosphäre. Und was wir auch noch wissen, ist, dass Lubricon 6 eine perfekte Kugel ist. Das ist eine perfekte Kugel. Perfekte Kugel. Und aus irgendeinem ganz geheimnisvollen Grund, den niemand kennt, das hier ist die Oberfläche von Lubricon 6, aus irgendeinem unerfindlichen Grund gibt es auf diesem Planeten einen Block aus Eis, einen Block aus Eis, das hier ist unser Block aus Eis, und in diesem Block aus Eis ist eine gefrorene Socke. Ich gebe mir größte Mühe, eine Socke zu zeichnen. Schön, das ist unsere Socke. Hat jemand große Füße gehabt? Das ist unsere Socke. Und diese Socke, dieser gefrorene Socke, dieser Block aus gefrorener Socke, bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 1 Kilometer pro Stunde. Mit 1 Kilometer pro Stunde. Und wenn wir uns das mal auf dem Bild angucken, sie bewegt sich auf dem Äquator, die ganze Zeit auf dem Äquator von Lubricon 6, mit einer Geschwindigkeit von 1 Kilometer pro Stunde. Also wenn wir mal gucken, wenn hier jetzt dieser Punkt hier, das ist unsere Socke und die bewegt sich mit 1 Kilometer pro Stunde um den Äquator von Lubricon 6. Und meine Frage an dich ist jetzt, wenn du jetzt diesen Block aus gefrorener Socke, wenn du dir den jetzt beobachten würdest für mehrere Millionen Jahre, was würde passieren mit der Socke? Ich gebe dir kurz Zeit, darüber nachzudenken. Also, um die Frage von eben zu beantworten, müssen wir uns ja eigentlich nur angucken, welche Kräfte wirken denn eigentlich auf unseren Block aus gefrorener Socke. Und wir wissen ja schon, dass Lubricon 6 auf jeden Fall eine Masse haben wird. Und wir wissen auch, dass sich zwei Objekte, die eine Masse besitzen, auf jeden Fall gegenseitig anziehen. Das heißt, es gibt auf jeden Fall irgendeine Kraft, die unseren Block aus gefrorener Socke, in Richtung des Mittelpunkts von Lubricon 6 zieht. Und die Kraft kennen wir ja schon. Das ist die Gravitationskraft. Ich versuche mal einen geraden Strich nach unten zu zeichnen. Das ist die Gravitationskraft. Gravitationskraft. Und die wirkt ja immer radial nach innen, weil das ja eine perfekte Kugel ist. So, wir wissen aber auch, dass unser Block aus gefrorener Socke, der fällt ja nicht einfach jetzt nach unten in Richtung des Mittelpunkts von Lubricon 6, sondern er bleibt ja direkt immer auf der Oberfläche. Das heißt, es muss ja noch eine Kraft geben, die ihn davon abhält, einfach immer sozusagen wie eine Spirale sich immer in Richtung des Mittelpunkts von Lubricon 6 zu bewegen, bis er irgendwann da angekommen ist. Und diese Kraft, die kennen wir auch schon, das ist die Normalkraft. Ich versuche mal noch einen zweiten Versuch für eine gerade Linie nach oben. Na, letzter Versuch. Wunderschön. Wunderschön. Das ist unsere Normalkraft. Und das sind natürlich Vektoren.
Das sind natürlich Vektoren. Und in einem späteren Video, wahrscheinlich im nächsten, werden wir auch nochmal gucken, ob diese beiden Kräfte wirklich genau gleich groß sind. Aber du kannst ja schon mal drüber nachdenken. Aber um unsere eigentliche Frage noch zu beantworten, müssen wir uns ja noch alle anderen Kräfte angucken. Wir haben uns jetzt in die vertikale Richtung auf jeden Fall die Kräfte angeschaut, die auf die Socke wirken. Und wenn wir uns jetzt die horizontale Richtung angucken, dann wirkt ja auf diese Socke keine, also wirklich gar keine andere Kraft. Nichts, was ihn abbremst, es gibt keine Atmosphäre. Das heißt, es gibt keine Reibung mit den Luftmolekülen, was wir Luftwiderstand nennen. Und hier unten, entgegengesetzt gegen die eigentliche Bewegungsrichtung von unserem Block ausgefrorener Socke, würde ja eigentlich die Reibung wirken, aber die gibt es ja auch nicht. Wir haben ja hier keine Reibung. Keine Reibung. Das heißt, unser Block ausgefrorener Socke wird bis in alle Ewigkeiten um unseren Planeten Lurikon 6 rumschlittern.